Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Grüß euch. Hab ein Paket gekriegt. Ich weiß auch von wem. Hätte nicht machen müssen, aber ja, hat sich so ergeben. Ja, mich wundert es natürlich auch, was kann da drin sein. Ich weiß es natürlich, was da drin ist. Und ja. Wow, recht herzlichen Dank dafür. Ich mache es jetzt mal auf. Hoffentlich kriege ich das hin. Sonst habe ich mir gleich meinen Kameramann dabei. Ja, ich habe einen, der bei mir wohnt. Und der kann dann auch mal sein Teil leisten. Ja, das Messer ist schön scharf. Finde ich gut. Also, mit meiner Hand ist er dann doch ein bisschen tricky. Disco. So, dann haben wir das. Ja, ihr denkt euch, was packt er jetzt aus? Was kann da drin sein? Ja. Dazu kommen wir jetzt. Ja, damit nicht zu Schaden kommt, haben wir dann noch ein Paket. Okay. Ein Paket in ein Paket. Kriege ich es mit einer Hand raus. Okay. So, dann schmeißen wir den Karton. Und dann machen wir das Paket auch nochmal aus. Auf. Crazy. Was hast du mir da? Paket im Paket. Digga, was machst du? Willst du mich natzen? Ja, das Paket ist von Jibby Crazy. Kanal, Link in der Videobeschreibung. Einfach mal auschecken. Jawohl. Die haben euch letztens erst Fortnite. CSGO habe ich da erst letztens gespielt. Wie will CSGO? Ja. Virus Rage Mode gibt es auch bald auf Stream. So. Achso, falls ihr Bock habt, mal eure Virus, ein Merchandise oder irgendwas anderes zuzuschicken, also Fanpost, könnt ihr gerne machen. Nächsten Stream gibt es dann halt durch Erfragen, auch durch meine Mods, dann die Adresse und einfach könnt ihr mir einfach mal irgendwas zuschicken. Und ich mache ein Unboxing drauf oder was auch immer. Oder stellt es mir ins Regal. Ja, cool, würde mich drüber freuen. Über eure kreativen, geilen Machen schaffen. So, dann haben wir jetzt hier einfach mal. Jo, was ist hier drin? Gute Frage, nächste Frage. Und was haben wir hier? Eine Tasche. Für mich sieht das aus wie eine Tasche. Das ist eine Tasche, ja. Die kann ich jetzt nicht hier brauchen, deswegen lasse ich sie einfach mal da drin. So, was haben wir hier? Paket. Gucken wir mal rein. Oh, das kann ich mal ganz leicht aufmachen. Komm schon, du störrisches Eselmaul. Was kann da drin sein? Oh, ich sehe es. Da ist was Gewindemäßiges. Also es könnte vielleicht eine Birne sein. Eine Birne. Die lasse ich dann doch erstmal da drinnen, damit es nicht runterfällt. So. Dann haben wir jetzt hier. Das ist etwas schwerer. Das ist wieder so eine super Packung hier. Super Packung, wo hier schon wieder was kaputt ist. Ey. Die Leute sind einfach zu dämlich, was einzupacken. Keine Ahnung. SDD. Wenn die Firma so heißt, hör mal, lernt man endlich die Sachen gescheit einzupacken. Was haben wir denn da? Das ist irgend so ein. Da fällt dann mein Messer runter. Das scheiß drauf. Besser als irgendwas anderes. Ein Gestänge! Mensch, crazy! Heftig! Trigger! So, ihr wollt natürlich wissen, was es ist. Der liebe Crazy, wir hatten uns im Teamspeak mal unterhalten, wo ich dann keinen Bock mehr hatte auf CSGO. Haben wir noch mal ein bisschen Dead by Daylight gespielt. Und ja, habe ich dann halt nochmal aufgeregt, da mein Mikrofon, also mein Greenscreen nicht richtig ausgeleuchtet wird, da ich eine Standlampe habe. Und die Standlampe, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Da ist meine Standlampe. Und die leuchtet dann nicht richtig aus. Und da sind Sparbirnen drin. Auch hier. Ja,
Guck da mal da. Der Virus hat auch einen Baum. Jawohl. Ein Weihnachtsbaum. Die Lichterkette ist auch an, aber das ganz normales Licht, das fungiert nicht wie LED mit Wechselfarben. Ganz normaler, stinknormaler Baum. Jo. Dann wollen wir jetzt mal das Ding auspacken. Mein Kameramann, der sitzt immer noch auf dem Klo. Der kommt da so schnell nicht runter, wenn er das Handy in der Hand hat. Der scheißt sich da noch zu Tode. So, dann machen wir hier mal weiter. So, das ist die Höhe. Das muss ich losmachen oder wie funktioniert das? Da kann ich die Breite wahrscheinlich einstellen. Aber also da brauche ich auf jeden Fall zwei Hände für, das kriege ich so nicht hin. Das funktioniert nicht. Klettverschluss, alles klar. Ja, diese zwei Vollidioten, die spinnen auch wieder rum. Nicht die Scheiben sauber zu machen, die springen immer wieder da dran, die Spackos. Wattagamm gebe ich keinen Namen oder habe ich keinen Namen gegeben. Ihr könnt ja dem mal Namen geben, wenn ihr mögt. Ja. So, weiß. Du brauchst eine Leitung vielleicht? Da ist noch irgendwas anderes drin. Ne? So, das ist ja, ne? Dat, wie heißt das Ding jetzt gleich noch? Ein, ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Jetzt versteckt er sich, ne? Okay, da ist er durchgeklettert. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, oder? Das ist, ne? Also, scheiße, das gibt's nicht. Ne, Virus hat Aussetzer. Ich weiß nicht mal, wie das Dingelchen heißt hier. So, also das hänge ich dann hier oben dran. Geh mal weg, du komisches. Und immer so. Ja, also ich muss das jetzt erstmal irgendwie, dass ich das hochkriege, aufgebaut kriege. So, jetzt habe ich das Ding erstmal stehen. Ja, Softbox nennt man, glaube ich, das ganze Ding. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen breiter stellen. Könnte man das Ding, glaube ich, also sollte ich vielleicht mal machen. Ja, da kommt dann halt, wie gesagt, die Birne da rein. Dann muss das irgendwie aufgestellt werden. Ich weiß noch nicht, wie das auf Spannung, wie das funktioniert. Ja, das ist dann vielleicht eventuell nächsten Stream, Let's Play Aufnahme mal ausprobieren, ob das funktioniert und ob das nicht vielleicht allzu hell ist und ins Gesicht scheint. Ja, Virus hat eine Softbox. So, und dann gehen wir mal. Schöne Grüße an den lieben GP Crazy. Recht herzlichen Dank für dein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, Digga. Und mal recht herzlichen Dank dafür, definitiv. Ja. Hoffentlich tut es auch seinen Zweck, wie ich es habe. Ich weiß jemanden, der hat es auch, aber er nutzt es nicht. Er hat es nur rumstehen. Das ist dann ein bisschen, wo ich denke, was will der damit? Aber naja, Hauptsache. Jo. Dann würde ich mal sagen, ich gucke mal, dass ich das irgendwann aufgebaut kriege. Gell? So, was ich rausgefunden habe, so sieht das aus. Also, ich glaube, ich stehe zu nah dran. Ja, so sieht das ungefähr aus. Das heißt, dieses hier kann man also auch nach innen klappen. Mache ich jetzt so. Ihr seht, Entschuldigung, das leuchtet die Kamera. So, jetzt. Ja? Man kann es da hinkippen. Jetzt kann ich es wieder zurück machen. Somit bleibt das dann fokussiert. Wusste ich jetzt auch nicht, ist mir auch neu. Jo, bisschen krumm, aber ja. Und jetzt die Birne rein und das Ding mit Klettverschluss da oben festmachen. Ist wie an jeden Ecken. Das nenne ich mal eine fette Lampe. Holy moly, alter Verwalter, ich will ja gar nicht wissen, was so eine blöde Birne kostet. So, da können wir mal gucken, was drauf steht. Fettes Teil. So, Softbox habe ich. Also, es ist zum Drüberziehen. Ja, dieses Tuch. Das ist immer so schlecht vom Licht her. Ihr seht das hier. Da. Und der Klettverschluss ist hier oben. An allen vier Ecken. Nicht da. Und auf den anderen Ecken, wie ich das vorhin gezeigt habe. Das heißt, ich müsste das Ding jetzt irgendwie so umdrehen, dass es auf Spannung ist. Bleib stehen, damit das ungefähr so aussieht.
Finde ich aber irgendwie doof gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich werde das ganz einfach ohne das Klettverschluss. Oder das ganze Ding ist auf links gekrempelt, wegen den Nähten. Das drücke ich jetzt einfach mal um. Vielleicht klappt das besser. Tada, es steht. Okay, also hier war keine Beschreibung drin oder keine Anleitung. Nur die Tragetasche ist halt, wenn man es mal auseinanderbaut und irgendwo hin transportieren will, dann hat man eine transportable. Ja, wenn ich das Ding mal da schon gehabt hätte, hätte ich es für meinen Kellerdreh, für meinen Horrorfilm haben können. Den werde ich mal oben rechts im Video immer verlinken. Den, wo wir im Keller mal gemacht haben, The Ripper. Ja, das war ein bisschen Arbeit. Jo, das ist jetzt die Softbox, ne? Die ist ein bisschen schief, keine Ahnung, ob ich es noch gerade kriege. Ein bisschen schief, also sieht ein bisschen kacke aus, ne? So schräg so. So, dann werde ich jetzt mal anstecken und mal gucken, wie es leuchtet. So, ziemlich hell das Ganze. Ziemlich hell, also mega hell. Also ich mache jetzt mal meine Lampe oben aus. Zack. So, die ist oben aus. Also sowas, wenn man in der Küche hat, hat man definitiv gewonnen. Das ist ein Tageslicht, wie ungefähr wie draußen. Ja gut, bei uns schneit's, ne? Aber schon mal geil. Funktioniert auch. Ich denke, hier ist so eine Sparbirne auch, die da drin ist. Hat wahrscheinlich seinen Grund, wenn das Ding mal etwas länger an ist, dass man damit dann auch so, länger was zu tun hat. So sieht es halt von hinten aus mit dem Klettverschluss zugemacht. Mir egal, gerade kriege ich es nicht, es ist halt hier so bedingt, zieht sich dann hinter irgendwann selbst. Ja, eine komische Montage. Hier kann ich, glaube ich, den Winkel, also ich kann das noch drehen, das Ganze so und so. Das mache ich dann mit der Schraube hier oben, da mache ich das halt fest, wie man sehen kann. Kann man nicht sehen. Da draußen vom Licht, da seht ihr das, ja. Da ist eine Schraube drin. Hier. Damit mache ich das dann halt fest. Dann halt teleskopmäßig wieder. Wenn man nicht unbedingt dran kommt wie dieser Tollpatsch, dann sollte es eigentlich stehen bleiben. Ansonsten mache ich die Füße noch etwas breiter. Viel nach oben geht nicht mehr, aber ein kleines bisschen geht noch. Ja, damit mal recht herzlichen Dank an den GP Crazy für die schöne Softbox. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, wenn ihr Lust habt, mir mal was zuzuschicken. Merchandise-mäßig oder kleines Präsent oder sonst irgendwas, könnt ihr gerne machen. Jo, beim nächsten Stream würde ich sagen, könnt ihr mich einfach nochmal drauf ansprechen und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, danke fürs Unboxing, wenn es euch gefallen hat. Professionell war es nicht, ich weiß ich selbst. Bin ja auch kein Professioneller, ich mache das ja Hobby, nur YouTube ist ja nur Hobby, von daher nehmt mir es nicht krumm. Also, das war euer Virus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder nächsten Stream. Bis dahin, gehabt euch wohl und ja, schöne Weihnachten, nicht? Ciao mit V.